Willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute zeige ich euch meinen Einkauf, was ich in Düsseldorf eingekauft habe. Ja, ich hatte heute frei, bin ganz spontan nach Düsseldorf gefahren, wollte eigentlich Fahrrad fahren oder was anderes machen, aber ich wollte schauen, was es da so gibt. Sachen, die schon längst vergriffen sind, wollte ich dann auch einkaufen. Das habe ich auch gemacht und ich bin auch erfolgreich gewesen. Auf geht's. Ja, normalerweise bin ich im Sparmodus. Ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, sondern nur das lesen, was ich hier habe. Aber daraus mache ich noch ein Video, damit ihr wisst, wie ich das so meine. Genau, auf geht's. Ich habe insgesamt, glaube ich, 7 Mangas eingekauft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Mangas ist viel, das habe ich gemerkt. Um die 50 Euro. Und ja, ich habe nur das gekauft, was vergriffen ist, weil das geht zuerst vor. Und ich möchte keinen Manga kaufen, der 40, 70 Euro kostet, nur weil er halt vergriffen ist. Ja, und ich habe hier Waiting for Spring eingekauft. Bei Rune habe ich hier die Nummer 5 und die Nummer 7 gefunden. Die sind schon leider ausverkauft. Insbesondere ist Band 7 von Waiting for Spring mega, mega rar, die Nummer 7 und ich glaube auch die Nummer 5, weil ich das nirgendwo mehr gefunden habe bei eBay oder Amazon oder bei uns. Das war schon längst weg und ausverkauft. Dann war ich am Bahnhof. Natürlich habe ich noch andere Sachen, was ich bei Rune eingekauft habe, aber das kommt dann halt mit der Serie zusammen. Habe ich wieder Waiting for Spring, die Nummer 10 und die Nummer 12. Beide sind ebenfalls ausverkauft. Dann gab es bei der Nummer 10 ein Mini-Print in der Erstauflage. Ja, dann habe ich hier als nächstes am Bahnhof gekauft Say I Love You, Band 12. Ich glaube, diese Serie ist mit 17 oder mit 18 Bänden abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, dass Say I Love You demnächst nicht mehr lieferbar ist, beziehungsweise nicht mehr komplett lieferbar ist. Und dass jeden Monat verschwindet ein Manga von Say I Love You. Ist mir aufgefallen, auf jeden Fall. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, jetzt werde ich das Ganze kaufen, bevor es dann wirklich komplett weg ist. Von der Ad-Oberfläche und so weiter. Genau, waren es 12. Dann hatte ich hier noch ein paar Sachen von Rune eingekauft. Und zwar habe ich hier Perfect World, die Nummer 3 und die Nummer 4. Ich sehe jetzt gerade, dass Perfect World Matchmake-Karte hat. In der ersten Auflage sogar verpackt. Very nice. Ja. Und zu guter Letzt, fast zu guter Letzt habe ich hier, weil ich sage euch gleich noch was anderes, habe ich hier Ajin, Band 13, ist ausverkauft. Ja. Da gibt es, glaube ich, keine Neuauflage und diese Serie ist mit 17 Bänden abgeschlossen, beziehungsweise in Japan, und bei uns erscheint das Ganze dann Ende des Jahres, glaube ich, Band 17, und dann ist das Ganze auch bei uns abgeschlossen. So, dann war ich bei Primark und zwar habe ich hier was ganz Cooles gefunden wieder. Gibt es hier was Limitiertes, und zwar habe ich hier dieses T-Shirt gekauft von Dragon Ball. Dragon Ball ist sogar limitiert, weil die sind meistens immer ganz schnell weg, so wie Mangas, die auch weg sind, wenn die beliebt sind, und deswegen habe ich mir das Ganze zweimal geholt. Normalerweise kostet so ein T-Shirt um die 7 Euro, da die Qualität ein bisschen anders ist, kostet das Ganze jetzt 10 Euro. Ja, das war jetzt mein Einkauf, ich hoffe, das hat dir gefallen, lass mir einen Daumen schon da. Und dann sehen wir uns beim nächsten YouTube-Video. Bis dahin, Peace.